Hey, Joe. Guten Abend, Cole. Miss, Sie stehen in Flammen. Wie originell. Nein, ich will mich nicht mit Ihnen hinwerfen und auf dem Boden rumrollen. Nein, Ihr Buch steht in Flammen. Okay. Oh mein Gott. Alkohol und Flammen, die mögen sich. Cole Davis. Kelly Jones. Die öffentliche Unterstützung der Mondmission ist auf dem Tiefpunkt. Jeden Tag geht hier irgendwas kaputt. Wir sind tot, schon wieder. Oder fliegt in die Luft. Das Weltraumprogramm ist ein aufgeblasener Schlamassel. Die NASA braucht einen Marketing-Spezialisten und Sie sind einfach die Beste. Entschuldigung? Was machen Sie denn hier? Ich dachte, da war was zwischen uns, also habe ich Sie gesucht. Was? Das war ein Witz. Ich arbeite jetzt hier. Wir verkaufen den Mond. Die NASA ist nichts, was man mit einem Liedchen und einem Slogan verkauft. Wenn ich fertig bin, werden diese Männer berühmter als die Beatles sein. Wer ist das? Für mich ist das was Persönliches. Er hat meinen Namen. Sie haben gesagt, Ihre Leute geben keine Interviews, also musste ich andere engagieren. Ich bin zum Casting hier. Wer ist das? Sie. Sie sind eine reizvolle Rolle. 60 Kampfeinsätze in Korea. Es waren 52 Einsätze in Korea. Es waren 52 Einsätze in Korea. Wie war das? Was? Die ganze Welt wird zusehen. Wir können es uns nicht leisten, gegen die Russen zu verlieren. Wir müssen eine Alternativversion der Mondlandung drehen. Sie wollen es vortäuschen? Kein Mensch darf erfahren, was wir hier tun. Das kann ich nicht akzeptieren. Die erschießen dich. Wie hoch ist mein Budget? Oh, Mann! Ich weiß viel mehr über den Mond als über Sie. Gib mir Go, No-Go für den Launch. Wenn du diese Mission vortäuschst, werden alle Opfer, die wir gebracht haben, umsonst gewesen sein. Du weißt, ohne mich wäre es nie zu diesem Tag gekommen. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und... Mein Armstrong ist eine weinerliche Pussy. Wir müssen umbesetzen. Mir nur Kubrick geholt. Ich muss sagen, ich mag den Vibe über den Trailer. Die Musik, den Look, die Besetzung, Channing Tatum, Scarlett Johansson, Woody Harrelson, eher als romantische Komödie tituliert, kommt aber auch so ein leicht dramatischer Faktor durch und diese gesamte Idee dahinter, wenn die Mondlandung tatsächlich inszeniert ist. Das war der Trailer zu To the Moon, den uns Sony Pictures voraussichtlich ab dem 11. Juli in die deutschen Kinos bringt und erzählt die Geschichte von Cole Davis, der arbeitet bei der NASA und der will es unbedingt schaffen, als erstes Menschen auf den Mond zu bringen und das im Wettlauf gegen die Sowjetunion, aber ist dabei so verzweifelt und das ganze Apollo-Programm hat so viele Rückschläge, dass das ganze Ansehen der Behörde leidet in der Öffentlichkeit und dementsprechend wird eine Marketing-Expertin namens Kelly Jones darauf angesetzt, das Ganze wieder ins richtige Rampenlicht zu rücken und mit der Idee, es wirklich zu inszenieren und am Ende noch den kleinen Seitenhieb, hätte man doch Stanley Kubrick geholt, den man ja bis heute gerne mal nachsagt, der hätte die Mondlandung inszeniert, sind wir quasi in einem waschechten Szenario, was ja immer wieder so ein bisschen die Mondlandungsthematik mit begleitet hat, um das auf den Kopf zu stellen und daraus vielleicht ein bisschen romantische Komödie und zwei extrem unterschiedliche Charaktere aufeinander loszulassen. Und da mag ich auch die Casting-Szene hier im Trailer. Muss ich sagen, finde ich gut, mag ich die Vibes drüber und hoffe, dass ich das irgendwie über den ganzen Film erhalten kann. Habe ich Bock drauf auf To the Moon. Vielleicht ein bisschen seicht, aber was soll's. Was sagt ihr denn zu diesem Trailer? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.